Servus, ich bin euer Heubi von den Franconian Vipers und wie ihr seht, schon auf der IWA mit dabei habe ich heute den Lauch und den Bauch. Und wir schauen uns mal an, was es heutzutage alles so im Airsoft-Bereich Neues gibt. Herzlichen Dank geht an dieser Stelle raus an Airsoft-Tipps und an GSG, mit dieser Hilfe wir hier sein dürfen. Und ja, viel Spaß auf der IWAT 2018. Wir haben nichts an! FV! Danke! Friede! So, wir sind jetzt bei Megan Force Company, bei VFC am Stand. Und wir fangen direkt einmal an mit der STF 12 Compact und der Short. Gibt es eben in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Sind bisher noch nicht auf dem Markt, wir haben sie jetzt schon öfters gesehen. Genau, ist eine Schrotflinte mit Dreilauf, also mit drei Läufen, verschießt dementsprechend auch drei oder sechs Schuss. Was ganz schön ist, was ich jetzt auch gerade entdeckt habe, ist, dass der Lauf wirklich bis vorne hingeht, wobei die Lauflänge auch relativ kurz ist. Optisch sehr ansprechend, wir haben eben noch den einklappbare Schulterstütze, so haben wir trotzdem, sind wir trotzdem noch kompakt. Das Ganze ist ein CO2-System. Da kommt die CO2-Patrone unten rein, wird reingeschraubt. Was auch ganz schön ist, ist eben der Flash-Hider, der Breacher. Genau, das dazu. Kimmelkorn haben wir eben in zwei unterschiedlichen Farben. Wir haben einmal grün und rot. Das ist ganz beim Zielen hat man dadurch einfach einen besseren Kontrast und ist sehr griffig auch vom Revitieren. So, immer noch bei VFC, wir haben jetzt hier eben die verschiedenen Serien von der Avalon-Serie, die Saber, dann die M4. Also ich finde es ganz gut, dass auch Megan Force uns hier ganz gut versorgt mit M4, weil sonst wüsste ich wirklich nicht, wo ich M4s herbekomme. Eben ganz, ganz viele. Hier auch unsere Leopard hier in der langen Version, also in der Carbine-Version. Wir hatten sie ja bereits schon bei uns im Review zur CQB. Findet ihr auch natürlich auch auf unserem Kanal. So, wir sind immer noch bei VFC. Diesmal mit der M40A5 Silver Fox. Ist ein Gassystem, wird angegeben mit ca. 2 Joule. Bei einer Inner Barrel von 555 mm verbaut ist auch eben der 6,03er Tuninglauf von VFC typisch. Genau, ist ein 50er Kaliber. Kapazitäten sind nur 14 Kugeln, also relativ wenig. Das dazu wird in zwei verschiedenen Farbtönen geben, eben in Silber und in Schwarz. Was auch sonst? Genau, das dazu. So. Dann haben wir, also mein persönlicher Favorite. Ich habe selber persönlich eine SR25 zu Hause, die noch von Ares. Aber hier haben wir eben die SR25 in Kooperation mit von Red Wolf Airsoft und VFC. Ganz, ganz schön gemacht. Einfach wirklich viel rausgecuttet. Eben wieder in diesem schönen Rallton, also im Tanton, gehalten mit den schwarzen Akzenten. Was gibt es da zu sagen? Das ist eine Jubiläumsedition zum 10-jährigen Bestehen. Auch hier jetzt in IWA Special mit eingraviert. Und dazu zu sagen ist, wir haben 360 mm Innenlauf, wir haben ein Gewicht von 3,6 Kilo und Kapazität beträgt 20 Schuss, falls es wen interessiert. Dann haben wir noch zweimal SR25 bzw. M110 als GBWR, das heißt Gasblowback. Schon sehr massiv, aber auch sehr schön gefertigt. Also wir finden hier VFC-typische, die gute Verarbeitung wieder. Wir haben hier auch wieder eine 485 mm in den Lauf bei 6,03 in Durchmesser. Das Ganze wiegt 3,6 Kilo, ist hier auch wieder mit Original-Markings von Stoner Rifle. Was grinst ihr da so?
Hi everyone, this is Ken from the VFC, Makeup Force Company, sorry. this year, 2018, we are proud to production this color Virgo system. It's the info combination kits that inside including the main receiver and the out barrel and the small control unit. Before the people who want to build the second guns, they want to buy some cheap guns and remove the front, remove the and change the handgun they want, change the stock they want, and then also they upgrade the motor, upgrade the gearbox, something like this. It will spend a lot of money and spend a lot of time. So Vega Force Company provide this kind of combination kit for these guys. Vega system have two kind of type. One is the brushless motor, we call a Virgo Plus. Another is the Virgo, normal Virgo is called with the digital trigger. Okay, let me show you how to operate the latest car, this Virgo Plus. Virgo Plus is a con, it can programmable. So you need to take the small control unit, open the motor the cap, and then insert the small control unit into the brushless motor. And then you can take the setting by yourself. We all know that brushless motor is very high torque and very high speed. So that is my setting for the Virgo process system. For the same auto, we are use the same auto a little bit per cockpit. You can see that. For the full auto, is the strong burst, first brush, second brush is the full auto. That's it, can easy to set in the Virgo Plus system. But I know somebody don't want to set too much setting because maybe they will forget it. So Vega Force Company also push the Virgo with the digital trigger in insert the swing mode of the program. One program is a semi-auto and a full auto. Second mode is the semi-auto and three round burst. Third mode is the three round burst for the and the full auto. And this Virgo trigger, the digital trigger system need to have the voltage detective function. When you insert the battery, they have the three beats out. And you can know which kind of battery you use. Now, 3B sound is 11.1, 2B sound is 7.4. And each mode change is very easy. Just put on the same auto and pull the trigger and hold it. Then have the 1B sound or 2B sound. 2B sound into the second mode. Second mode is the same auto, strong burst. Burst. Go back to the semi-auto and push it and hold the trigger. They have a 3B sound. You can know you into the third mode. Third mode is the strong burst in semi-auto. Full auto is the full auto. I think the whole system must be amazing function is this one. I think nobody do that before. It's a percocking system. Percocking system means each one I push the trigger, the piston in the same position. That means that we have the stable push for the BBs and get a stable visibility. Now, how to release this one? Easy. Turn to the auto, push the trigger, and we go back. Yeah, that's all.